Sehr, sehr ärgerlich für Schalke, denn mit dem Heimspiel gegen Wolfsburg hat man jetzt das dritte 0:0 in Folge in der Bundesliga, wo man dann im Nachhinein doch schon so ein bisschen denkt, dass das auf jeden Fall eine gute Leistung wäre, aber halt dementsprechend auch mehr drin gewesen wäre, weil man hat die Punkte halt auch eben nötig im Abstiegskampf. Aber kommen wir zum Spiel und da war Schalke von Beginn an eigentlich die bessere und auch dominantere Mannschaft. Das lag dann vor allem an dem guten Pressing-Schema der Schalker, denn man hat Wolfsburg vorne gut zugestellt. Frei ist immer für die zwei Innenverteidiger zuständig gewesen und dann war es halt über den Rest des Feldes ein Mann gegen Mann, nur dass Yoshida dann hinten eben noch frei war, beziehungsweise immer einer der beiden Innenverteidiger. Oft war es dann auch so, dass Kosuki von rechts auch auf den zweiten Innenverteidiger ist und dann im Deckungsschatten noch den Linksverteidiger Otavio hatte und dementsprechend war es dann teilweise sogar Mann gegen Mann über das ganze Feld, wenn Schalke es dann nachgeschoben hat mit Brunner und so weiter. Also sie haben es dann gut zugestellt. Im Mittelfeld war es immer Kraus gegen Swanberg, Kral gegen Gerhard und Salazar gegen Arnold. Und das war auch wirklich der entscheidende Faktor, dass man Arnold aus dem Spiel rausgenommen hat. Für mich der schwächste Wolfsburger und hat ja dann auch symbolisch den Elfer verschossen. Und Wolfsburg wollte es halt dennoch flach hinten rausspielen, hat es halt eben nicht geschafft und dementsprechend hatten sie viele Ballverluste, weshalb Schalke dann auch mehr Ballbesitz hatte im Endeffekt. Schalke hingegen hat sich dann hinten raus oft lang befreit. Das Wolfsburger Pressing war auch nicht wirklich optimal, weil der zweite Pressingspieler neben Wind war dann oft variabel und war der dann halt aus dem Mittelfeldzentrum raus, hatte man da eine Unterzahl und das war ein bisschen ja negativ. Aber Schalke hat es dann oft lang gelöst. Frei hat vorne die Bälle wirklich gut festgemacht. Allerdings war sein Passspiel jetzt da nicht ganz so gut. Ich dachte mir oft, so auf der anderen Seite war es Wind, der hat die Bälle nicht so gut festgemacht gegen die Schalke Innenverteidiger, hat die dann aber besser verteilt und Frei hingegen, da war es genau andersrum und da wäre vielleicht ein Mix aus beidem für beide Spieler besser gewesen und für die Mannschaften. Ich glaube, dann hätte es auch zu mehr Chancen für beide Mannschaften geführt. Schalke hat das Spiel auch viel mehr angenommen. Sie haben die meisten zweiten Bälle bekommen und waren daher wirklich viel energischer wie die Wolfsburger. Aber in der ersten Halbzeit war es dennoch noch sehr überhastet und Schalke hatte zwar viele, aber meist nur verzweifelte Abschlüsse, die jetzt keine hohe Qualität hatten. Und da auf der anderen Seite gab es dann eben für Wolfsburg den Elfmeter, wobei ich sagen muss, das ist zwar korrekt im Endeffekt, aber schon ein bisschen glücklich, weil sie waren halt über das ganze Spiel gesehen eigentlich nur einmal wirklich im 16er, nämlich bei der Chance von Kaminski und beim Elfmeter, ja. Da war es halt so an der 16er Kante. Schalke wurde dann in der zweiten Halbzeit dann viel zwingender. Man hat ja auch zweimal getroffen. Leider war es jeweils abseits. Sehr ärgerlich, dass es dann erst im Nachhinein so festgestellt wurde, weil es war einfach schön, die Fans da zu sehen, wie sie sich über das Tor freuen. Und im Endeffekt wurde es dann jeweils wieder weggenommen. Generell die Schiedsrichterentscheidungen halt nicht optimal für die Schalker. Auch die eine Szene, wo Terodde dann durch ist. Klar, ob er jetzt zum Abschluss kommt, am Ende ist die Frage mit seinem Tempo, aber das abzupfeifen ist halt schon wirklich ärgerlich. Wenn wir uns die Expected Goals anschauen, dann ist das relativ ausgeglichen, aber das liegt halt auch am Elfmeter. Und ja, der wurde verschossen von Wolfsburg, von Arnold und ansonsten haben sie sich halt echt wenig rausgespielt im Vergleich zu den Schalkern. Von den Schalkern hat mir Salazar am besten gefallen, hat insgesamt vier wichtige Pässe gespielt und da merkt man einfach, der kommt nach seiner Verletzung immer besser rein und ist wirklich ein entscheidendes Element für den Schalker Klassenerhalt im Optimalfall. Während bei Wolfsburg tatsächlich Castells, wenn man jetzt SofaScore vertraut, der beste Spieler war und das zeigt ja dann, denke ich, schon einiges, wenn der gegnerische Torwart der beste Spieler war, hat nämlich den einen oder anderen gut rausgeholt.
Im Endeffekt zeigt die positive Entwicklung und die Tendenz nach oben jetzt einfach nochmal mehr, dass man mit dem falschen Trainer in die Saison gegangen ist. Nichtsdestotrotz finde ich, sollte man die Hoffnung jetzt natürlich nicht aufgeben und man kann da, finde ich, auch gut drauf aufbauen. 3 Spiele in Folge ohne Gegentor, eine stabile Defensive und irgendwann fällt vorne auch mal einer rein und dann kommen die Punkte und deshalb auf jeden Fall, ja, ihr seid noch nicht verloren, liebe Schalker. Ich drücke euch die Daumen und das soweit meine Analyse zu dem Spiel. Lasst mich gerne nochmal eure Einschätzung zum Spiel wissen. Lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.